Ich lasse es gleich mal die Ego-Perspektive. Lass mal weg. So. Da unten steht er. Hands off him. I didn't say a word. You'll keep. You stay out of it. Get your hands off him now, you son of a bitch. What the hell is your problem? He's with me. You're going down. You bastard. Come on! Okay, es geht zu nicht. Hä? Das ging jetzt mal richtig schnell. Werde ich schon müde? Hä? Na komm mal her. Ja, genau. Wie geht es Konter? Wie macht er das? Boah. Ach komm. Hey you, get back here. Lass mich nicht Ausdauer zu verbrauchen. Ja klar. Ich will den Typen ja nicht abknallen. I said stop, damn it. Okay, okay. Wenn bedrohen oder schlagen, was sie auf Abhalten im Verbrechen zu melden. You tell anyone what you saw back there? You're a dead man. You understand me? Yep. I won't tell a soul. I promise. Kannst du mit ausrauben, das will ich nicht. Remember, not a word. Okay, wenigstens können wir die Interaktion mit Zeugen jetzt auf. Reverend, get off the damn tracks! Mann! Ja, toll. Reverend, over here. Aber gleich kommt noch ein Zug oder so. Das erwarte ich jetzt noch.
simple mistake. You can still be saved. Klar, der steckt jetzt fest. Na klar, steckt der jetzt fest. What have you done with your foot? It appears to like this place. I want to stay. Er mag mich anscheinend. Get your foot out of here. Twist your leg, you drunken bastard. Oh. Get it. Come on. Mein Pferd. Das Pferd ist schlau. Paul Renkowski, guten Abend, hallo. What the hell is wrong with you? What the hell is wrong with you? Throwing me off a bridge like that? There was a goddamn train, you crazy bastard. Have I been bad again, Mr. Morgan? I'm sorry. I wish I was different. Let's get you home. Ja, Paul Renkowski, guten Abend. Schön, dass du da bist. Mach's dir gemütlich. That's a wonderful idea. I could have tea with Margaret. Margaret, who's Margaret? But... Ach ja. Aber ist eh okay. Ihr wollt eh wieder zurück. Ich schau noch ganz kurz, ob wir den Typen da unten looten können. Wahrscheinlich eh nicht mehr. Ah doch. Easy now. A flush of diamonds. Ach ja klar. Okay, boy. Yep. Und euch geht's noch gut? Was treibt ihr so im Chat? Ah, hoppla, hätte links müssen. Genau da unten im Wald ist es ja. Ah, Baumstumpf. Ah, Gestrauch. Amen. Warum ist jetzt so geschrien? Bin ich auf eine Schlange getreten? Kein Stress heute hier, kein Stress. Das ist praktisch beim hohen Pferd, kann man es einfach runterziehen. Hallo. I was wondering when he'd show up. Thank you, Arthur. I should have known. Get that fool back to his tent to sleep it off. Marshall. Eine sehr kollegiale Gemeinschaft. Better sleep your way to salvation, my friend. Oh, what happened? Just usual. Poor bastard. Exactly.
Well, thank you, Mr. Morgan. I'll keep an eye on him. He was lucky this time. Real lucky. Glücksspielfolge freigeschaltet. Sie sehen im Protokoll nach. Ja. Abo Protokoll. Warte mal, es geht anders. So ist die Karte. Wie kommen wir zum Protokoll? Schau mal, einfach mal da. Kampf allgemein, Aktivitäten und Pferde. Sowieso Crafting Kerne. Schlafen, Herausforderungen, Tasche. Irgendwie nicht so hilfreich. Okay, wir brauchen da wieder alles. Silberstecker, klar, warum nicht? Gut, schauen wir, was haben die so alles? Charles Wildschwein-Stoßzahn. Was ist da noch Büchse? Ach ja, genau, wenn ihr da was bestellt. Ach ja. How about we grab ourselves a drink, son? Sure. But I ain't sitting on your knee. This boy is a killer. All of you. Ja, ist ja gut. That was good business. Good business. Jawohl, was zu essen. Siehst du, können wir gleich noch das Fell weggeben? Perfekte Hirschfell, das brauchen wir wieder, um was freizuschalten. We robbed the stage, Arthur. The boys' idea. Good work, gentlemen. Good work. Einfach so anerkennend. Hallo, ich würde gerne was essen. Geht doch. If you could give me some leatherworking tools, I can make some rugs and blankets and the like out of these hides you're bringing in. All right, I'll see what I can do. Genau, da brauchen wir überhaupt noch das Werkzeug. I reckon I'm gonna think about it. This stew is decidedly lacking on decent. Hirschfell perfekt, zwei sogar. Okay. Keine Ahnung, ob ich davon zwei davon gehabt habe. Vielleicht noch vom anderen Pferd, das könnte sein. Oh, abgewogenes Wildfleisch müssen wir sowieso. Dann gehen wir so schnell mit Nick jagen. Na komm her, du Hotte Hü. Das ist das Einzige, was mich etwas stört, dass man im Lager nicht rennen kann.
Genau, einfach weiter. Schon mit Truthahn. Den nehmen wir gleich im Ganzen mit. Zwei Stück. Beim Mercy, du hast übrigens das letzte Mal recht gehabt. Man kann rechts und links so ein kleinen Vieh dranhängen. Ja, die kommt mir Karte komplett anders vor. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das so eine Schlucht war. Haben wir das Lager versetzt? Nee, auch nicht. Komisch. Oh, da geht sie auch noch weiter. Okay, also die Karte ist groß genug. Also für meinen Geschmack auf jeden Fall groß genug. Geht es damit der Schnürreise? Achso, wegen der Postkutsche. Kehr ging in Gebühr an einem früher bereits untersuchten, also besuchten mal zurück. Das geht so für Schnürreisen zwischendurch. Da gibt es einen Stall. Ruhig, Pferdchen. Alles gut. Ja, okay. Nee. Das sind echt, wenn ich brauche jetzt wirklich nicht jagen. So verhungert sind wir noch nicht. Da ist was Größeres. Okay, und weg ist es. Jetzt geht es ja auch nur ums Essen. Also jetzt brauchen wir gar nicht so den perfekten Schuss. Alter, wie kannst du über so ein Vieh stolpern? Du bist das Fünffache von dem. Ja, okay. Sehr geil. Soll eh nicht verkauft werden, wird nur gespendet. Und daran kann ich mich auch noch erinnern. Und ich würde vorschlagen, wir schauen, dass wir jetzt genügend Essen haben. Das ist so mal der Masterplan. Und dann werden wir noch eine Mission machen und dann wird der Stream langsam mal aufhören. Für heute muss ich wirklich unbedingt früh ins Bett. Aber ich habe mein Wort gehalten. Ich habe gestern gesagt, heute kommt noch mal was. Ich habe euch gewarnt und trotzdem wart ihr so in eigentlich einer recht großen Zahl da. Oder so für den Durchschnitt. Der hat es nicht so ausgesehen, als würde er fliegen. Außer er fliegt sehr tief. Aufheben, Vogel. Boah. Der ist so klein. Eine Schopfwachtel.
Kein Wunder, das ist eine Scharfschützen-Herausforderung, der ist so groß wie ein Huf. Das muss jetzt reichen. So, du kommst mal da dran. Okay, boy. Let's go. Wo ist er denn? Da liegt er. Nee, doch, da liegt er doch. Hallo, gib ihm auf. Weißwedelhirsch entfernen? Nein. Heb den Vogel auf. Das Pferd ist einfach zu nahe, gell? Ja. Geh jetzt mal ein paar Schritte weiter. Danke. Schau, sieht ihn ja schon an. Ja, okay, wenigstens auf dem Pfeil wieder. Aber ich wollte den Vogel. Aber das ist jetzt blöd. Eselhase? Da ist doch ein Eselhase. Der ist groß. Ja. So, mal da abbiegen. Ja, bin ja ich. Es wäre auch noch interessant, wenn die einen einfach mal abknallen. Wenn man es zu schnell vorbeireitet. Wenn man ja auf der Flucht ist oder so. Ja, sie ist Sattel, nee. Füttern müssen. Ein wenig Futter. Das wird die Hü. Black Sabbath. Muss ich demnächst wirklich umändern. Aber den Namen, den behalten wir. Ah, jetzt abends kann man mit der ein wenig pokern. Auch schön. Vielleicht sogar Strip Poker. Mal das. Okay, let's take a look. Das reicht noch immer nicht? Aber wie viel Fleisch brauchen die noch? Ist da geradeaus weiter, sollte auch noch so eine größere Herde sein von Hirschen, von Weißwedelhirschen. Da wieder ein Geflügel.
So, bewegt sich hier irgendwo was? Nein. Da unten. Da links ist was Kleines. Was bist denn du? Waschbär. Nee, das sind schon die, die ich gesucht habe. Ist es abgestürzt? Vielleicht muss ich aber auch erst häuten. Kann ja auch sein. Also, dass man wirklich das Fleisch so spenden muss. Kann mich da einfach nicht mehr dran erinnern. Probieren wir es einfach aus. Ist da oben jemand? Ne, ist nur ein Stern. Ich glaube, da oben ist ein Lagerfeuer oder so. Pretty good hunt there, boy. Yep. So. Das liefern wir nur schnell ab und dann reicht das auch. Also dann machen wir noch schnell eine Quest. Wie lang die Quest auch gehen wird, das werden wir sehen. Butcher, Mr. Morgan. I apologize in advance for this stew. Einmal so. Das bringt wenigstens etwas Geld. All right. Let me see. So, jetzt müssen wir wenigstens genug zu essen. Aber so muss es auch wirklich gewesen sein, oder? Wenn man noch nichts kennt, so ein paar Gerüchte aus der Welt. Aber warte mal, das ist im Eilager. Da wollte ich nur schnell rasieren.